Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video will ich euch was Cooles zeigen. Und zwar werden wir heute was drechseln, aber nicht normal. Heute werden wir exzentrisch drechseln. Ich werde genau zeigen, wie das geht. Und heute drechseln wir uns einen kleinen schönen Halter für hier dieses schöne Schildchen. Vielleicht kennt ihr ein paar von euch. Als Rohling habe ich da noch etwas relativ Spezielles. Dieses Stück Holz hier habe ich in der letzten Folge hergestellt. Da habe ich nämlich Untersetzer gebaut und da habe ich hier diesen schönen Holzklotz. Das war ein vergangenes Projekt auf meinem Kanal, wie ich schon gesagt habe. Und hier gibt es regelmäßig Videos, also falls du mehr von solchen Holzprojekten sehen möchtest, folgst du am besten dem Kanal hier. Kannst, wenn du möchtest, abonnieren. Ich verlinke euch auch oben rechts im Eck hier dieses Projekt, wie ich hier diesen Klotz hergestellt habe. Ich markiere mir jetzt zunächst mal die Mitte und das ist hier relativ einfach, denn ich gehe einfach auf die Überkreuzung in der Mitte direkt und kann dann hier so ein bisschen einschlagen. Und das können wir jetzt erstmal zwischen den Spitzen spannen. Wie wir später am Spannfutter spannen, werde ich euch natürlich auch noch zeigen. An Werkzeug brauchen wir hier wirklich nicht viel. Wir brauchen lediglich eine Formröhre, beziehungsweise ja, eine Schrubbröhre kann man das auch in dem Fall nennen. Und dann werde ich euch noch eine interessante Funktion vom Schaber zeigen, wie man damit sehr, sehr gute Oberflächen erzielen kann. Und dieses schöne Stück Holz werden wir jetzt erstmal rund machen. Das Stück Holz ist jetzt rund und jetzt brauchen wir das Spannfutter, für das wir den Rezess herstellen werden. Und da gibt es was Neues auf meinem Shop. Und zwar dieses schöne Spannfutter hier. Ich hatte schon ein paar Spannfutter und die werde ich dir kurz zeigen. Das hier ist das erste Spannfutter und das habe ich über mehrere Jahre, also wirklich super lange, sehr gerne benutzt. Aber das war irgendwann nicht mehr so gut, weil das hat eben einen klaren Nachteil, dass man hierfür diese runden Bolzen benutzt, um das anzuspannen. Zweiter Nachteil, man braucht immer zwei Hände, um es anzuspannen. Das bedeutet, man muss das Holz immer reinmachen und mit einer Hand das so vorspannen, um dann die ganze Spannkraft aufzubringen. Das kommt in so eine Holzkiste. Und jetzt seht ihr hier schon so ganz viele Einzelteile. Und diese Einzelteile sind von diesem schönen Spannfutter da hinten. Dieses Spannfutter hier ist viel zu schwer für die meisten Drechselbänke. Und ich benutze es auch tatsächlich nicht so gern hier auf meiner massiven Drechselbank. Also es ist ja eine relativ starke Drechselbank. Denn es ist einfach mega schwer. Und für die meisten Drechselarbeiten ist es dazu einfach auch zu groß. Was jetzt interessant ist, sind natürlich hier diese Backen. Die kann man benutzen, um den Boden von einer Schale runter zu drechseln. Das bedeutet, man kann dann quasi die Schale falsch rum hier drauf festspannen und mit hier diesen Nüppeln kann man das einfach zusammenzwingen. Aber ihr seht, das ist nicht so groß. Das bedeutet, auch hier müsste ich mir größere Multiplexplatten herstellen, um dann eben das Ganze hier so zu erweitern. Und auch dafür gibt es keinen Koffer. Da, wo ich es, also das, was ich hier gekauft habe, da war kein Koffer dabei. Nur eine Holzkiste, die schon auseinandergefallen ist, als sie bei mir angekommen ist. Und aus dem Grund habe ich mich dafür entschieden, das Ganze in einen Koffer zu machen. Ihr seht, ich arbeite jetzt schon hiermit und deswegen ist es nicht mehr so ganz neu, was auch vollkommen okay ist. Die Backen hier, die sind zum Beispiel hier normalerweise drauf. Dann könnt ihr die hier reinmachen. Jetzt könnt ihr halt hier diese Backen hier reinmachen. Die passen hier nicht perfekt drauf. Denn hier dieser Ausschnitt ist halt, wie gesagt, für die großen Backen eigentlich gedacht. Aber ihr habt trotzdem eine Lagermöglichkeit, für die Backen hier einfach reinzumachen. Und das Spannfutter kommt halt eben hier rein. Dazu habt ihr dann hier noch ganz, ganz kleine Backen. Also damit könnt ihr echt wirklich Mini-Sachen einspannen. Und ihr habt hier noch eine schön verzahnte Oberfläche, wenn ihr dann Dinge von innen nach außen spannt. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann habt ihr noch eine etwas größere Größe. Könnt ihr aber trotzdem schön kleine Sachen einspannen. Dann habt ihr hier, sage ich mal, die Standardgröße. Damit könnt ihr eigentlich so die meisten Dinge dann auf der Drechselbank einspannen. Und dann habt ihr aber noch hier diese Backen. Und die Größe gefällt mir richtig gut. Denn damit könnt ihr relativ große Schalen schon drechseln, weil ihr sehr, sehr viel Angriffsfläche dann habt. Und das hier werden wir auch gleich benutzen. Und da habt ihr noch einen kleinen Zusatz, was ich noch bei keinem anderen Futter gesehen habe. Da könnt ihr hier diese Bolzen reinmachen. Wofür die sind, werde ich euch gleich zeigen. Aber natürlich habt ihr noch hier eine Aufspannschraube, dann könnt ihr das Holz einfach aufschrauben. Und da ist der Vorteil, dass hier dieses Futter nicht so groß ist. Da habt ihr dann nicht so eine krasse Tiefe, dass das Holz immer weiter weg vom Spindelstock kommt und ihr einfach mehr Kraft auf die Lager bringt, weil einfach der Hebel größer ist. Jetzt kommt aber, so behaupte ich es ganz gern, ein absoluter Gamechanger sind hier diese Backen. Die könnt ihr halt auch ganz normal hier drauf machen. Und hierfür könnt ihr euch Multiplexplatten herstellen, die ihr so groß machen könnt, wie ihr sie einfach braucht.
Und dann könnt ihr euch die Planscheiben, diese Oschis hier könnt ihr euch ersparen, könnt somit wieder ein bisschen Geld sparen. Denn das, was ihr hier mit diesen kleineren Backen macht, könnt ihr oder müsstet ihr auch mit diesen hier machen, wenn ihr größere Dinge spannen möchtet. Aber hier müsst ihr sie einfach zusätzlich kaufen. Und hier in diesem Set sind sie halt einfach schon drin. Natürlich, ich will nie einen schlecht machen, auch will ich hier diese Spannfutter nicht schlecht machen. Das hier ist halt gut, wenn ihr übelst große Holzschalen drechseln möchtet. Aber ich benutze es halt einfach in den meisten Fällen nicht. Und ich brauche es halt eigentlich nicht so wirklich oft. Und das ist halt dieses hier viel, viel universeller. Ich möchte mir jetzt erstmal einen Rezess herstellen und dafür brauche ich den Durchmesser. So weit geschlossen wie möglich sind, denn dann habt ihr weniger Lücken, also kleinere Lücken hier dazwischen. Und falls ihr dann mal mit den Händen drauf kommt, ist es nicht so gefährlich. Denn wenn die Backen hier ganz rausstehen, dann habt ihr halt einfach größere Lücken. Und es macht das so einfach ein bisschen sicherer. Und anhand dessen nehme ich mir jetzt einfach hier das Maß, wie dick das Holz sein muss, also der Rezess, um es einspannen zu können. Das passt schon relativ gut, ich mache es noch ein bisschen kleiner. Und wenn ich schon gerade dabei bin, dann kann ich gerade hier auch die Stirnseite, denn die ist ja noch nicht 90 Grad hier zum Längsholz, dann kann ich das jetzt hier auch gerade einmal abstechen. Jetzt kann man nämlich gerade auch schon hier dieses schöne kleine Spannfutter aufspannen. Das ist natürlich ein M33 Gewinde und alles ist metrig. Und das sitzt jetzt auch hier schon schön drauf. Das können wir jetzt schön ordentlich festspannen. Ich mache es immer grundsätzlich ganz gerne, weil ich es so von der Bohrmaschine kenne. Immer in abwechselnden Schritten. Erst hier spannen, dann hier spannen. Und jetzt haben wir schon festgespannt. Als nächstes kommen wir zur Formgebung. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das später ausschaut. Vor allem hier mit diesen verschiedenen Hölzern im Rohling quasi. Aber als erstes müssen wir das Teil jetzt hier hinten ein bisschen abstechen und können hier hinten als mal die Ründung anarbeiten. Wir kommen jetzt schon zur Formgebung von dem späteren Halter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt schon hier die Unterseite so ein bisschen grob schleifen. Das mache ich ganz gerne manchmal für die Formgebung. So. Das war jetzt erstmal der erste Schritt. Und jetzt müssen wir das auch schon wieder ausspannen. Das Besondere hier an diesem Futter ist, dass es hier noch Einschraubpunkte gibt. Und da gibt es im Set noch hier diese kleinen Pnökel. Die kann man dann einfach hier auch mit dem Schlüssel hier reinschrauben. Damit werden wir gleich was ziemlich Cooles machen, denn das gibt uns einfach die Möglichkeit, exzentrisch zu drechseln. Und dieses Teil können wir auch jetzt schon wieder aufschrauben. Ich spanne es jetzt nochmal ein bisschen fester, weil ich es eben noch nicht so festgezogen habe. Jetzt muss man natürlich wie immer eigentlich ein bisschen aufpassen, weil jetzt hier mehr mit der verzahnten Seite im Holz spannt und hier halt nicht mehr so sehr. Also bei solchen Arbeiten immer ein bisschen Dusmont beim Drechseln, das kann nicht schaden. Und natürlich muss die Drehzahl jetzt auch ein bisschen angepasst werden. Und jetzt arbeite ich mich mal langsam an die Form heran. Ich werde jetzt noch zusätzlich den Reitstock ans Material bringen, damit ich einfach ein bisschen, in Anführungszeichen, aggressiver arbeiten kann. So kann ich aber einfach einen dickeren Span abnehmen.
ich mal kurz schauen, wie es schon aussieht. Oberfläche ist einfach schon genial. Ihr seht ja, dass ich hier den Meißel gerade schabend benutze. Das funktioniert auch und so bekommt ihr auch eine schöne Oberfläche hin. Ich werde euch das aber gleich hier anhand von der Stirnholzseite noch ein bisschen genauer zeigen. Wir haben mal keine Rattermarken mehr. Die Oberfläche ist auch schon sehr, sehr gut. Das ist doch mal cool. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Stirnholzseite. Die Stirnholzseite werden wir jetzt auch mittels Meißel planfahren. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, was ihr auch gleich sehen werdet. Gerade im Stirnholz ist das wirklich sehr, sehr schön. Ihr seht, ich muss jetzt natürlich noch ein bisschen tiefer gehen, aber das Stirnholz, das ist schon so schön fein, natürlich geschabt bzw. geschnitten, wie man es nennen möchte. Das sieht schon richtig gut aus, da braucht man nicht mehr viel schleifen. Jetzt müssen wir hier ein kleines Loch bohren. Wird erbrechen, hoffentlich nicht. Uah. Dieses Teil können wir jetzt alles mal schleifen. Und wenn es nicht exzentrisch ist, könnte man es komplett frei Hand schleifen. Ihr seht ja immer, dass ich normales Schleifpapier benutze. Aber weil das hier jetzt exzentrisch ist, werde ich mal noch mein neues Werkzeug benutzen. Das ist hier so ein Schleifgriff. Da habt ihr einfach nur eine zusätzliche Drehrichtung. Und den werde ich mir jetzt hier so ein bisschen als Stütze hier auflegen und werde das einfach schleifen. Ich schleife das Ganze bis zur Körnung 240, das soll auch schon reichen, wir wollen es ja nicht übertreiben. Und jetzt kann ich nämlich hier dieses Teil wieder ausspannen und es wieder normal einspannen. Das ist nämlich der Vorteil, kann man jetzt wieder rausdrehen, dann hat man wieder ein ganz normales Spannfutter. Und auch das können wir jetzt wieder auf die gleiche Art und Weise schleifen. Als nächstes kommt das Finish drauf und da benutze ich wie immer mein eigenes Finish. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und das packe ich jetzt erstmal wieder stehend drauf. Also bei stehender Maschine, weil es halt eben exzentrisch ist. Und den Überschuss nehme ich jetzt einfach auch bei stehender Maschine direkt schon ab. Aber ihr wisst doch was, ich glaube, wenn sie sich ganz langsam dreht. Ja, wenn sie sich ganz langsam dreht, geht's auch. Als nächstes stechen wir das Teil mal komplett ab. Hey, hier ist noch ein kleiner Knüppel übrig. Und den mache ich jetzt so schnell weg.
Natürlich drücke ich jetzt nicht so. Ich ziehe einfach mit dem Messer am Material vorbei und schneide es so weg. So müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr euch so das Teil in die Hand reinrammt. Wäre das keine gute Idee. Als nächstes brauche ich hier dieses Teil. Das wäre eigentlich auf dem Müll gelandet. Das hat schon an der Straße gelegen. Aber da ist mir hier diese Projektidee gekommen und da habe ich mir gedacht, komm, dafür kannst du es benutzen. Das hier ist so ein Bilderaufhänger. Das Design, ich finde es fürchterlich, weil wenn man hier ein Bild aufhängt, dann hängt es zwangsläufig irgendwie immer mit dem Rücken, also mit der Nicht-Foto... Philipp, was willst du sagen? Dann hängt es zwangsläufig irgendwie auf einer Seite immer falsch um zu dir und es sieht einfach total ungeordnet aus. Aus dem Grund habe ich es auch nie benutzt. Aber hier diese Klemmen sind ganz brauchbar. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein und kürze den noch ein bisschen. Das soll es auch schon mit dem Projekt für heute gewesen sein. Mega, mega cool. Die Form ist, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Und man kann damit auch wieder, wie gesagt, jemandem eine Freude machen, wenn man das hier jemandem schenkt. Wie gesagt, das Holz, das habe ich in einem anderen Video verlinkt. Das findet ihr regelmäßig hier auf meinem Kanal und macht einfach wirklich was her. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von dem Projekt hier hältst. Und ob du schon mal exzentrisch gedrechselt hast, würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.